Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packen wir einen asiatischen, japanischen Film aus, und zwar Anime Supremacy aus. Auf DVD gibt es aber auch auf Blu-ray, verlinke ich euch beides zu Amazon und natürlich auch einen Trailer unten in der Videobeschreibung. Ja, ihr wisst ja, ich mag ja asiatische Filme und auch Anime, und hier geht es wohl darum, dass der Film darum geht, um Charaktere, die Anime produzieren. Also es ist ein richtiger Film, Drama, glaube ich, oder Drama-Komödie. Und deswegen habe ich mir den gekauft. Ich habe 6 Jahren freigegeben. Da steht, der beste Anime gewinnt. Dann steht hier noch nach der Buchvorlage von Mitsuki Tsuyujimura. Und so sieht die Rückseite aus. Ich hoffe, man kennt alles. Hier steht DVD Amazon Only. Kann sein, dass es die DVD nur bei Amazon gibt. Was oft verborgen bleibt, wird in der Mitte gedrückt. Anime Supremacy liefert eine entlarvende sowie inspirierte Komödie über den alltäglichen Wahnsinn der Leute hinter den Zeichnungen mit grandiosen Animationen von Production IG. Kommen sowohl Anime-Fans als auch klassische Drama überzeugt auf ihre Kosten. Ja, die Filmlänge ist 128 Minuten, Bildformat ist 2,3 9,1, 16:9, Tonformat ist Dolby Atmos 5.1, Sprachen Deutsch und Japanisch, Untertitel Deutsch, extra mit Trailer und Bildergalerie, und wie gesagt, ab 6 Jahren freigeben. Vertrieben wird es von Platinum Pictures und KSM in Zusammenarbeit mit KSM Anime. Habe ich das vorbereitet? Nein, natürlich nicht. Habt ihr den Film gesehen? Also ich habe mir den Trailer angeguckt. Den verlinke ich euch übrigens auch in der Videobeschreibung. Den fand ich sehr gut. Und wenn ihr den Film schon gesehen habt, schreibt mir gerne eure Eindrücke. So, Folie ab. Dann so sieht die DVD aus. Ich finde das Motiv sehr schick. Es gibt ein Wendecover. Nichts Besonderes. Aber immerhin neue Male Amari-Hülle, die dorsischen, die ich ja lieber mag als die schwarzen zum Beispiel. Und ein Wendecover. So sieht das Ganze dann ohne Flatschen aus. Ja, das war mein kleines Unboxing zu einem Film, der mir gut im Trailer gefallen hat. Ich bin mal gespannt, ob er mich überzeugen wird. Wenn ihr es schon gesehen habt, schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Würde mich auch sehr über einen Kommentar und Like freuen. Ich wünsche noch einen schönen Tag, Abend, Mittag, Morgen, je nachdem, wie ihr das Video sehen solltet. Und sag auf Wiedersehen. Ciao.